Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Polybridge 2 Master Mode, die schwerere Variante von Polybridge, wo wir Level spielen, die wir schon kennen, aber wo es Veränderungen gab, die das Level eben schwerer machen. Letzte Episode schon hier dran gesessen und ein Problem, das ich sehe, und glaube ich auch schon in der letzten Episode erwähnt habe, ist, ich bekomme mit diesem aktuellen Setup hier niemals den Kollegen hier ins Ziel. Niemals. Wir haben 3 Straßen zur Verfügung. Also das würde aktuell hier A und, ich glaube, C heißt der? Ne, B. Die sind einfach nur A, B, C. A und B, wollte ich sagen, sollten auf diese Art und Weise aktuell ins Ziel kommen. Vielleicht auch nicht. Okay. Ich dachte, das hätte ich schon gelöst gehabt, als ich es gespeichert habe. Eventuell eher doch nicht so. Und mal ein bisschen weniger Gewicht hin. Vielleicht klappt es dann. Naja. Oder auch nicht. Auf jeden Fall würden die beiden hier, wenn ich hier ein bisschen dran rumbastle, ins Ziel kommen. Aber eben nicht der Kollege hier oben. Was schon mal nervig ist. Es gibt aber auch noch, wenn ich drüber nachdenke. Ja, das. Also ich brauche hier im Prinzip Straßen und ich bräuchte hier noch Straße. Und selbst wenn ich ihn hier runterfeuern würde, mit einer Federgeschichte und einer Straße hier runter, käme er hier nicht hin. Also das funktioniert so oder so niemals hier. Das lasse ich mal, weil damit kam er eigentlich ganz gut runter. Die Frage ist, will ich versuchen, hier irgendwie zu tricksen, dass der Kollege eben weit nach rechts fliegt? Wir werden sicherlich hier hinten eine Straße brauchen. Irgendwie so. Die Frage ist, kriegen wir ihn so weit geflogen oder gefeuert? Brauchen wir hier Stahl oder Feder? Eventuell ein bisschen langsamer machen und vielleicht auch die Flugbahn anzeigen lassen. Naja, ein bisschen Flug haben wir schon, gell? Eventuell brauchen wir noch mehr Feuerkraft. Vielleicht nochmal hier oben gegen. Dass wir eben nicht nur eine Bewegung nach oben, sondern auch gleichzeitig eine Bewegung zur Seite haben. So. Weil Federn dafür haben wir aktuell noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Haben wir nur 8 Federn zu Beginn? Ist ein bisschen blöd. Ich dachte, wir hätten mehr. Das soll da auch nicht miteinander verbinden. Ist das vielleicht auch jetzt? Nee. Doch deswegen dachte ich, wir hätten mehr Federn. Genau. Ich dachte doch, wir hatten mehr Federn. Aber weil es da verbunden wurde, hat es auf einmal 2 genutzt statt einer. So nicht. Eventuell beide ans selbe Ziel hier bringen. Wieso macht er das? Was soll das denn dauernd? Ist doch aus. Wieso macht er den Scheiß? Das ist so ein sinnloses Feature, finde ich. Oha!
verdammt, geht der los. Okay, der fliegt gut, leider zu gut. Er fliegt so hoch, er fliegt über meinen Checkpoint hinweg. Also wir müssen den hier ein bisschen weniger Power geben. Ich würde ihn so ganz knapp berühren. Der gefällt mir per se. Jetzt ist die Frage... Wir haben ja noch eine Feder. Kann ich den hier... irgendwie... Ich weiß nicht, ob eine Feder reicht. So mit einer Art Turm... dann eben Richtung Ziel lenken lassen. Weil dann hätte ich auf jeden Fall genug Straßen für die untere Geschichte. Wahrscheinlich würden wir hier noch irgendwie Straße brauchen. Ah, ist ein bisschen... bisschen viel Power da, ha? Aber jetzt fehlt natürlich hier die Diagonale, die das im Stand hält. Ich denke, wir brauchen mehr Federn hier. Das heißt, die hier muss weg. Und hier brauchen wir eine. Dann dürfte das hier aber nicht sein. Hm? Eventuell ein bisschen höher. Es ist sicherlich nicht so wie geplant. Aber ich meine, solange es funktioniert, ist es mir ehrlich gesagt egal. Ich weiß nicht, ob wir den ein bisschen in Position halten sollten. Weil eigentlich brauchen wir ja so ein bisschen Beweglichkeit, brauchen wir ja. Oder brauche ich ja. Damit er das Ding eben Richtung Ziel bewegen kann. Eigentlich noch ein bisschen weiter rechts das Ganze, gell? Weil der schon sehr weit fliegt. Hier ein bisschen mehr, hier weniger komprimieren, damit es leicht nach rechts gelehnt ist. Ich bin mir hierbei eventuell den Flug noch ein bisschen anpassen. Oh, wow, 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 wow. Sieh mal einer an, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein Problem ist nur, wir haben theoretisch jetzt eventuell ein Straßenzahlproblem, um ihn hier von links nach rechts zu kriegen. Aber das Konzept hier mit dem Flug könnte sogar gehen. Und eventuell wird es auch in Zukunft noch ein kleines finanzielles Problem geben. Zurück, bevor ich hier die Straße verändert habe. Weil das war ja noch alles ganz gut. Er kam ja gut rüber, wurde schön rübergeleitet. Leider nicht ganz hierhin.
Eventuell sollten wir hier über eine Lücke und dann eine Straße nachdenken. Und dann das... Wahrscheinlich werden wir hier euer Stahl brauchen. Da kommt aber richtig fies, wie er da aufprallt. Hier noch eine Feder wäre gut, aber ich habe keine Federn mehr. Die Grundidee gefällt mir schon. Eventuell müssen wir hier drüben bei den Federn noch ein bisschen anpassen, wollte ich sagen. Wir haben jetzt nur noch 17.000, 16.000 für den unteren Teil, also da haben wir immer noch ein Problem. Was ich noch lange nicht gelöst habe. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen mehr Flugkraft raus, um ein bisschen näher ans Ziel zu kommen. Weil wenn ja, könnte ich mir die Straße hier sparen. Er hat so viel Flugpower, verdammt. Bisschen weniger. Er muss halt schon den Checkpoint erwischen. Oh, der kommt so gut. Wer trifft den blöden Checkpoint nicht? Komm schon, du kannst doch ein bisschen lenken. Jetzt wurde er von der eigenen Feder oder von der eigenen Straße hier zurückgehalten. Deswegen ist er nicht weiter geflogen hier. Da wieder zurückgehalten. Ich auch nicht ganz im Sinne des Erfinders. Der sieht per se nicht schlecht aus. Vielleicht können wir hier ein bisschen nach rechts gehen. Dann würden wir nämlich auch die Strecke hier ein bisschen kürzen. Und vielleicht kriegen wir dann das Stück nach rechts, das ich brauche. Ja, ja, doch. Besser, besser. Besser, besser. Es ist natürlich immer noch das Problem, dass der Kollege ihn hier nochmal mitgreift. Hier. Und daran ein bisschen zurückhält. Das gefällt mir natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem... ob ich das mit einem Seil verhindern könnte. Verhindern ja, aber halt auch nur zu einem Preis, dass es reißt, weil einfach zu viel Power dahinter ist. Das hält das nicht aus. Bräuchte man eigentlich noch eine Fee dafür. Der feuert so viel Kraft dahinter. Das wird nichts. Da ist der Flug eigentlich ganz gut. Leider ist hier die Landung ein bisschen abrupt und hart. Besser. Wenn das Teil nicht käme. Wenn der Schleudertyp hier nicht käme, ihn auffangen würde. Er verhindert hier quasi selbst den Erfolg. Aktuell. Alles andere sieht gut aus. Klar, relativ teuer mit 30.000. Aber ich denke, dass man hier Holz eventuell zwischenmachen könnte. Ich kann mir hier ein bisschen höher gehen noch. Dass er ein bisschen eher noch mitkriegt und dementsprechend... Er will ihn halt immer wieder stoppen da. Tut mir leid wegen dem Laster, der gerade vorbeigefahren ist. Hier, dieses Aufhalten hier hinten, das stört mich. Der hier.
Der nervt mich. Wenn der nicht wäre, wäre das deutlich besser. Jetzt kriegen wir ein bisschen schöneren Flug hin. Vielleicht können wir das jetzt ein bisschen nutzen. Ich meine, dass der... da können wir deutlich weiter nach rechts gehen. Wenn wir hier deutlich weiter nach rechts gehen, haben wir natürlich eine kleinere Lücke, die wir überstehen müssen. Wieder mal unten ein Problem beim Riss. Ist da jetzt der Aufprall gewesen? Oder? Ich glaube, der Aufprall war zu viel. Also müssen wir hier flacher sein. Oder das hier noch einen Ticken höher machen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch höher gehen können. Ich glaube, jetzt wird er unter dem durchfliegen, oder? Nee, er nimmt ihn mit, aber unten reißt's. Ja, er braucht halt noch eine Straße. Dann hätten wir 6 Straßen für hier unten das. Dann lass mal gucken, ob das geht. Lass mal gucken, ob das... Ich glaube nicht. Weil wir hier eine relativ lange Strecke haben. Also er müsste ja von hier bis hier rüber gehen. Ich glaube, dass die Strecke länger als die 12 Meter ist. Ich glaube auch nicht, dass wir da so mit bisschen rumbasteln hinkämen. So, hier mal so einen machen. Entschuldigt bitte den plötzlichen Cut. Da musste ich ganz kurz was nachschauen. Deswegen habt ihr jetzt auch nicht gesehen, dass das hier zerbrochen ist beim letzten Versuch. Wir gucken uns das nochmal an mit der Verbesserung. Ob wir wenigstens den Wagen hier jetzt ans Ziel bekämen. Nee, er knallt zu extrem drauf. Das kriege ich nicht stabilisiert. Es ist so ärgerlich, weil gefühlt fehlt für den Wagen nicht mehr viel. Aber er hält das hier nicht aus. Und dazu kommt eben noch das Problem, dass da das Geld auch knapp wird. Neben dem Straßenproblem für hier unten. Immerhin, wir sind schon nah dran. Wir haben noch knapp 16.000 zur Verfügung für den unteren Kram. Das kann nicht klappen. Hey! Er darf halt nur nicht runterrutschen. Wenn man ein bisschen abgerufen wird, dann trifft er den. Ich wollte gerade sagen, er darf natürlich nicht abrutschen, weil dummerweise fährt der erst, wenn die anderen beiden im Ziel sind. Und dementsprechend gibt es dann wieder Probleme. Das ist hier nicht das Wahre. Wir nehmen den hier ein bisschen runter. Dann kann ich hier nämlich ein bisschen weiter gehen. Okay, das Umklappen ist jetzt nicht so intelligent. Also ich finde, die Grundidee so könnte klappen. Es fehlen halt nur Kleinigkeiten. Und damit komme ich sicherlich eher durch das Level als mit irgendwelchen technischen Besonderheiten, die es eigentlich verlangen würde.
Ah, ich bin mir nicht sicher. Fest steht nur, die Episode ist zu Ende. Müssten etwa 20 Minuten sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn ich hier weiter diesen Flug versuche hinzubekommen. Dafür gebe ich mir noch eine Episode. Ansonsten muss ich es doch ein bisschen offscreen machen. Bis hier der Flug hinhaut und dann mir den Rest überlegen. Ganz kurz gucken, wie viele Straßen haben wir? Ja, wir haben 7 Straßen. Das reicht nicht. Wir haben zu wenig Straßen. Kann ich denn noch ganz kurz das hier auf eine Straße bringen? Gibt das dann genug Schwung? Weil dann hätte ich die Straße wieder, die ich brauche. Die Straße mag das nicht. Nee, das muss 2 Straßen sein. Gut, ich werde mir was anderes einfallen lassen müssen. Gucken wir mal. Das aber beim nächsten Mal. Euch wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.